Hat unser Mann geredet? Sie reden immer. Wir haben Namen, Daten, Orte. Volk hat alles ausgepackt, sogar Free Gator. Der Verdacht hat sich wohl bestätigt, Captain. Makarov macht sich schon neue Freunde. In 6 Stunden trifft er sich mit seinen Beratern. Das Treffen findet im Hotel Lustig mitten im Zentrum statt. Ich habe bereits ein Team für die Operation, doch ich bezweifle, dass sie rechtzeitig dort sind. Aber ihr seid nah. Sehr. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Makarovs Versammlung mitten in einem Kriegsgebiet? Klingt ja toll. Zu viel Selbstvertrauen macht sorglos. Wir infiltrieren über 2 getrennte Routen. Soap, du und Yuri geht zur Kirche und übernehmt die Überwachung. Die Stadt ist abgeriegelt. Wir brauchen eine Hintertür. Überlass das mir. Hä? Was ist hier los? Okay. Hey, zwei Wochen vor meinem Geburtstag. Yippie. Wir spielen wieder als Yuri mal wieder. Sekunde. Was ist? Wir haben bereits gefangen. Sie sind schnell. Wir müssen schneller sein. Wachsam bleiben, Männer. Die Boote als Deckung nutzen. Alles klar. Oh, was ist los hier? Leise. Wir müssen ganz leise sein. Sonst ertappen sie uns noch. Ah! Mich fast gesehen. Wir müssen aufpassen, die haben da so Leuchtdinger an ihren Gewehren dran. Die armen Leute. Das macht mich ganz traurig. Immer wenn Leute sterben, bin ich traurig. Hey, wartet doch auf mich. Ihr schwimmt viel zu schnell. Ich hab noch nicht einmal ein Seepferdchen. Danke. Kamarov. Ich hatte meinen Tasten getippt. Ich habe mein Mikrofon gerade sehr nahe an meine Tastatur dran. Im Moment. Ich muss ein bisschen was umstellen jetzt. So, ich glaube es passt. Also falls du die Tasten getippt hört, tut mir leid. Moment, ich verschiebe sie besser nochmal. Weil ich hasse es, wenn ich in einem Let's Play Tastengetippe höre. Das regt mich immer voll auf. Euch wahrscheinlich auch. Deswegen lege ich da großen Wert drauf, dass man nicht mehr in die Tastengetippe hört. Okay. Das haben wir gleich. Darf ich sie abknallen? Ich darf sie nicht abknallen. Moment, ich mache kurz Pause und verschiebe schnell mein Mikrofon, sodass es passt. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich hoffe, man hört meine Taschengetippe nicht und man hört mich. So, was geht? Wo sind die da? Ach, da oben meinst du, oder? Meinst du die da? Sind das Scharfschützen? Dass ihr das nicht merkt? Naja. Ist ja wie Splinter Cell hier. Warum nicht? Das ist Call of Duty und nicht Call of nicht schießen. Ja. Keine Panik, Soap. Soap heißt doch auf Deutsch Seife, oder? Also Seife. Seife? Was ist Seife? Darf ich die erschießen, so Seife? Ich mach's einfach. Okay. Noch ein Scharfschütze. Nicht seine Aufmerksamkeit ein. Wo denn? Darf ich den nicht abknallen? Ich mach das jetzt einfach. Scheiß drauf. Schnell hier durch.
Tschüss. Da. Warum soll ich hier warten? Ich warte nicht gerne. Ich glaub schnell nach, wir haben eh nichts zu tun gerade. Hoffentlich ist es nicht wieder unsynchron. Der vorletzte Part, der war leider unsynchron. Keine Ahnung, woran das lag. Oh, da kommen welche. Okay. Aber die können wir doch mit einer Granate ausschalten, oder? Ja, ja, ja. Vorsicht, Vorsicht. Wenn jetzt dann Scheinwerfer reinkommt, bin ich tot. Wir müssen ganz leise sein, sonst erwischen sie uns noch. Scheiße, da kommt noch einer. Ich halte schon mal mein Visier bereit, falls was passiert. Und? Soap ist der perfekte Sam Fisher. Und jetzt? Enswall Connect. Ey! Connect Valky. Ja. Keine Ahnung, ich kann kein Tschechisch. Obwohl ich tschechische Wurzeln habe. Meine Oma war Sudetendeutsche. Oder ist Sudetendeutsche? Sag mal so. So, Statusbericht. In Position, aber vor uns ist eine beschissene Armee. Wir kommen von Westen rein, also AK-47. Kriegen wir endlich ein Kill-Erlaubnis oder sowas? Wo denn? Die mit dem Laserpointer. Und mal wieder haben sie unseren Job geklaut. Darf man? Darf man? Ja, wir dürfen. Sehr schön. Ey! Und schon ist es vorbei. Granate! Das gibt's doch nicht. Die einzelne Granate killt mich. Ich hasse es. Scheiß Granaten! Granaten, da kann man doch gar nicht sterben. Wie peinlich. Na los jetzt. Warum kann ich erst rüber jumpen, wenn es dort rüber jumpen kann? Ah! Voll auf die Nuss. Na toll. Okay. Jetzt nicht mehr so schnell sein, wieder so spielen wie vorhin, dann klappt's. Praha, Prag, Praga, Prag. Ne, Prague, Praga, egal. Okay, wir sind in Lissabon. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich habe ein paar Freunde dabei. Oha.
Das ist ja eine fette Armee. Reicht für das kurz. Dingsbums Fernrohr. Hä? Ist das so ein Fernglas oder was? Verstehe ich nicht, naja. Ihr versteht es bestimmt, ihr seid ja die Call of Duty Masters of Destruction. Was ist das? Ups! Tut mir leid, war Absicht. Ah, ich will jetzt nicht wieder sterben. Ein Safe wäre jetzt schön. Yeah, yeah, yeah. Komm, ich mag solche Level nicht. Worauf? Granate! Auf dem Panzer! Warte, wir haben noch Zeit, ne? Sterb durch, bis ich wieder fit bin. Okay. Jetzt in Slow Motion. Was machst du da? Ich schieße den Panzer kaputt. Okay, das ist schon wieder so ein Stoß. Nach links, nach rechts! Nein, nach rechts! Wir müssen nach rechts, denn das ist Tschechien. Ich bin hinter dir. Achso, nee, ich bin da nicht so. Ich bin ja der Juri. Ach, das ist der, den wir vorhin getroffen haben wahrscheinlich, ne? Tut mir leid, doch mal, ne? Kann ich es irgendwie gut machen? Kann ich dir irgendwie... Wollen wir essen gehen oder sowas? Als für ihre Gutmachung? Hm. Er schläft, okay. Essen gehen. Bin ich schwute was? Dominik Fisser. Warum soll ich vorgehen? Bin ich hier der Lockvogel oder was? Sieht sehr ungefährlich aus. Hier sind sehr viele Kollegas von uns. Ey, seid ihr schwul? Achso, nee, du bist eine Frau. Okay, ich sah aus wie ein Mann. Sah irgendwie aus wie Zinedine Zidane oder... Cristiano Ronaldo oder irgendwelche italienischen Fußballspieler. Naja. Ja! Ich bin von dem ersten Stock gefallen! Nee, keine Ahnung. Warum kann ich da nicht hoch? Hä? Ich weiß, ich bin so schlau. Ich bin der schlauste Call of Duty Spieler der Welt. Danke, danke. Mako lange Geschütze, was? Ich sehe ja keinen mehr. Außer den dort. Mit denen erwische ich nicht. Ha. So, hinter dem Wagen ist einer. Soll ich aufpassen. Okay. Kein immer mehr, immer so ruhig. Ich will hier weg! Ich hab so das Gefühl, der Paar ist unsynchron. Hab ich irgendwie im Gefühl. Leck. So. Ist ja alles sauber? Ja, es ist alles sauber. Nur ein paar Raketenwerfer, okay. Hopp, 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 aus dem Weg. Hä? Was war das denn jetzt? Wie bin ich jetzt gestorben? Epilept wegen den zu vielen Effekten oder so? Keine Ahnung. Ich bleib hier einfach auf die Seite.
Panzer? Egal. Scheiß auf Panzer. Ich stelle mich jetzt total dämlich an, habe ich das Gefühl. Und ihr Leute lacht euch gerade in den Ast ab, habe ich irgendwie... Naja. Wahrscheinlich muss ich, ist da ein Panzer und ich soll mit einem Raketenwerfer alle machen oder so, keine Ahnung. Hey, kannst du mir sagen, was ich machen muss? Das sieht aus wie Mercer aus Prototype. Mit Kapuze und so. Naja. Okay, Leute. So, jetzt mache ich euch alle fertig. Oder auch nicht. Ich verkrümme mich jetzt erstmal hier. Hier bin ich sicher. Warum? Dann sterbe ich. Du zahlst mir jetzt die Fensterrechnung, damit es klar ist, ja? Was sind wir denn jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Tja, hätte ich den Raketenwerfer jetzt nicht weggeschmissen vorhin. Nein, jetzt haben wir den Salat. Mehr Ziele, mehr Ziele. Du bist auch ein Ziel. Wo sind die Gegner? Sind das alles Gegner? Ganz cool, wer ist cool? Bin ich cool? Ja, danke, ich bin cool, Alter. Yeah! Hallo? Hey, sie! Oh, oh. Oh, fa. Ich renn einfach. Ich renn einfach wie ein Blödian. Okay, ich bin nicht tot. Ich bin tot. Irgendwie stell ich sie an. So. Jetzt? Ich mag so die Tarnungslevel nicht. Mehr. Vorher habe ich sie gemacht, jetzt weiß ich nicht mehr. Ausräuchern. Wir sind hier nicht im KZ. Leck. Wahrscheinlich leckt so, weil es jetzt gerade unsynchron ist, habe ich so ein Gefühl. Ciao. Ciao. Ey. Nicht so schießen wie ein Verrückter. Wenn du schießen willst wie ein Verrückter, dann spiel Counter-Strike und lauf in deiner Schule Amok. Ne, Computerspiele sind gewalttätig. Jedes Computerspiel ist in Wirklichkeit gewalttätig. Sogar Pokémon und Hello Kitty ist gewalttätig. Hello Kitty macht Leute zum Amokläufer. Ey, knallt doch nicht die Zivilisten ab. Was seid ihr für Schweine? Das gibt's doch nicht. Knallen die echte Zivis ab. Die sind doch verrückt. Keine Angst, Leute. Ich tue euch nichts. Ich bin nicht so wie die da vorne. Ich bin ganz lieb. So, und jetzt? Ach du Jemine, hoffentlich ist es hier kein Schlachtfeld. Sieht aus wie eine Kirche, ist es wahrscheinlich auch. Warte, ich muss mal kurz beten. Gott, Vater unser im Himmel. Alles ist schwarz. Oh, schon fertig. Na gut, dann bis zum nächsten Part. Servus.